Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Glauben. Ich freue mich, euch ein Buch vorstellen zu können. Das Buch heißt Gib nicht auf, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Und zwar habe ich das selber geschrieben, dieses Buch. Und ich möchte es meinen Geschwistern, besonders die, die gerne sich für die Dauer einsetzen, empfehlen. Ja, ich denke mir, dass fast jeder irgendjemanden kennt, den er gerne zum Islam einladen will. Ja. Manche haben eigene Leute aus der Familie, manche haben Arbeitskollegen an der Schule. Es gibt so viele Leute, die man, Nachbarn, die man zum Islam einladen kann. Ja, also Leute, die man im Verein kennt, jetzt was weiß ich, im Fußballverein oder sonst wo. Ich weiß ja nicht, was für Aktivitäten der Einzelne unternimmt. Es gibt so viele Menschen, ja, die man zum Islam einladen kann. Und bestimmt kennt jeder irgendjemanden, wo man sagt, boah, den würde ich so gerne einladen, aber man hat noch nicht den richtigen Weg gefunden. Warum? Weil die meisten wollen gar nicht über eine Religion hören. Die heutzutage, wenige wollen über Religion überhaupt reden. Ja, das hat nicht nur Islam zu tun, sondern allgemein Religion. Die wollen auch nicht über Christentum oder Judentum. Da sagen die, ach komm, hör mal auf mit Gott und Propheten und so, da will ich gar nichts von hören. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich dann am besten zu den Menschen, also wie kann ich an die herantreten, sodass sie das auch lesen. Ja, nicht, dass ich einfach nur ein Buch in die Hand drücke, so jetzt lese mal hier und da steht irgendwas vom Koran da drin direkt oder über Propheten oder sonstiges. Nein, ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich erstmal alle Menschen anspreche, ja, und dann auch Beispiele gebe, weil das Buch heißt, er gibt nicht auf. Ja, sodass das auch zum Beispiel auch schwache Muslime auch direkt noch lesen können, ja, die dann dadurch einen stärkeren Überzeugung bekommen von ihrer Religion, dass sie vieles schaffen können in der Religion, auch mit der Religion. Da habe ich dann einfach Beispiel genommen von Menschen, die große Schicksalsschläge hinnehmen mussten im Leben und danach nicht aufgegeben haben. Und die meisten von denen sind keine Muslime. Ja, und deswegen sage ich, Muslime können sich das auch normalerweise selber angucken, um einen Ansporn zu bekommen im Islam und im Leben selber. Aber natürlich basiert das mehr für Nicht-Muslime. So, dann am Ende, wir sagen ja, das ist ja ein Dauerbuch. Ich habe gesagt, am Anfang sage ich gar nichts über Religion. Ich spreche über diese Persönlichkeiten, die diese Hürden gemeistert haben. Aber dann am Ende komme ich und rede ich über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja, was für ein schönes Beispiel dieser Mensch ist. Ja, mit welchen Lehren er gekommen ist und wie er die Herzen erobert hat. Und was für ein Mensch er im Allgemeinen war. Und dann komme ich noch mit dem Buch Allahs. Und dass die Religion für jeden da ist, ja, also dass die jeden aufnimmt. Es gibt keine großartigen Voraussetzungen. Wenn jemand vom Herz die Shahadatain bezeugt, khalas, dann ist er Muslim. Und diese Sachen, die kommen erst am Ende. Warum? Weil wir wollen erstmal den Leser gewinnen. Wir wollen erstmal die Aufmerksamkeit gewinnen. Denn wenn du das Herz von einem gewonnen hast, dann ist es einfacher, den am Ende zu überzeugen. Wenn du direkt kommst, das und das ist richtig und so und so und so und du kennst denjenigen gar nicht und du hast gar keinen Bezugspunkt zu dieser Person, warum soll der irgendetwas von dir annehmen? Und das ist von Einladungsparadies-Team hier allgemein zusammengestellt worden, das Buch. Also die haben das mit unterstützt. Und deswegen, ich würde euch auch bitten, schaut nicht drauf den Preis, das kostet 9,90 Euro. Ja, vielleicht denken manche, ja, warum kostet das nicht 5 Euro? Das ist ein bisschen teuer. Der Rest geht in die Dauerkosten. Das Buch hat gewisse also Kosten in der Herstellung und danach noch allgemeine Kosten. Und die Dauer dann selber noch zu unterstützen. Dass wir würden uns freuen bei jeder Unterstützung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle mit diesem Buch viel Nutzen davon nehmen lassen. Alle, die das unterstützen. Und auch alle anderen Projekte. Es geht nicht nur um das Buch. Es geht auch nicht nur um eine Sache. Es geht auch nicht nur um mich. Es geht nicht nur um Einladungspartys. Jeder, der Dauer allgemein macht, und egal wo das auch ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala von jedem, der Dauer macht, auf seinem Weg unterstützen und so, dass der Islam in jedes Haus hineinkommt. Das ist unser Ziel, ja, dass das Wort Allahs an allerhöchste Stelle kommt. Jazakumullah, liebe Geschwister im Glauben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.